Hallo, ich bin Elienix und bald gibt es wieder eine Community-Challenge von mir. Worum es genau geht, das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Bald sind wir hier auf YouTube tatsächlich schon bei 1500 Abonnenten. Das ist einfach Wahnsinn. Danke an jeden Einzelnen von euch. Wenn wir das geschafft haben, möchte ich mit euch ein neues Format ausprobieren, nämlich die Sims 4 Dating Show. Dafür brauche ich natürlich jede Menge Sims von euch, also wenn du gerne dabei wärst, dann erstell mir einen Sim und lad ihn in der Galerie hoch. Benutzt dafür einfach den Hashtag ElienixDating. Anforderungen gibt es bei den Sims grundsätzlich keine, aber ich habe ein paar Bitten an euch. Erstens, bitte nur Ein-Personen-Haushalte hochladen. Also wirklich immer nur einen Sim in einen Haushalt geben und diesen dann hochladen. Wenn es nämlich mehr als ein Sim ist, dann wird es organisatorisch einfach sehr, sehr kompliziert und umständlich. Zweitens, bitte benutze keine Inhalte, die ich nicht in meinem Spiel habe. Wenn du nicht ganz sicher bist, welche Packs ich habe und welche nicht, schau einfach hier unten in den Kommentaren vorbei. Im fixierten Kommentar zähle ich euch alle Packs auf, die ich habe. Falls du Custom Content benutzen möchtest, ist das natürlich auch gar kein Problem. Aber bitte informier dich vorher, welche Inhalte ich in meinem Spiel habe. Schau da am besten in meiner Custom Content Playlist vorbei. Ich blende die dir jetzt hier rechts oben ein. Drittens, bitte erstell mir nur Sims ab dem jungen Erwachsenenalter. Es ist nämlich eine Dating-Show. Das bedeutet, es werden vermutlich auch einige nicht jugendfreie Dinge passieren. Wenn alles nach Plan läuft zumindest. Viertens, alle Sims in dieser Challenge sind pansexuell. Also es sollte wirklich zwischen jedem Sims etwas passieren können. Bitte berücksichtige auch das beim Erstellen deiner Sims. Und fünftens, schreib auch gern eine kleine Biografie hinzu. Also ich liebe es, wenn ich auch eure Vorstellungen in die Geschichte mit einbringen kann. Die nächste Frage, die ihr euch vermutlich stellt, wo wird diese Challenge stattfinden? Kurz gesagt, auf Twitch und auf YouTube. Aber ich erzähle euch jetzt gleich mehr dazu. Unsere Sims 4 Dating Show wird über mehrere Wochen hinweg stattfinden. Also es ist kein einmaliges Event, sondern es wird in mehrere Teile aufgeteilt werden. Da das mit unserer Squid Game Challenge in meinem 10-Stunden-Stream auf Twitch so gut funktioniert hat, möchte ich auch diese Geschichte gemeinsam mit euch in einem Stream erzählen. Vermutlich werden diese Streams regelmäßig einmal die Woche stattfinden, aber dazu gebe ich euch natürlich noch früh genug Bescheid. Welche Sims teilnehmen, wer weiterkommt, wer mit wem zusammenkommt, ob jemand vielleicht freiwillig gehen möchte, diese Dinge werden wir alle gemeinsam live im Stream entscheiden. Also genau wie damals bei der Squid Game Challenge werde ich immer wieder eure Meinung einholen, damit ich die Entscheidungen eben nicht alleine treffe, sondern dass es wirklich eine Community Challenge ist. Also folge mir am besten jetzt schon mal auf Twitch, damit du ja nichts verpasst. Und wie schon angemerkt, wird es die Challenge aber auch auf YouTube geben, also im Nachhinein werde ich die Videos hier auf diesem Kanal hochladen. Und zum Abschluss ist da eigentlich nur noch eine Frage offen. Was genau passiert eigentlich bei der Sims 4 Dating Show? Das ist eine sehr, sehr gute Frage und die kann ich jetzt leider noch nicht so ganz beantworten. Ich bin nämlich noch dabei, das Konzept auszuarbeiten, aber grundsätzlich möchte ich eben Dating-Shows kombinieren, die es im wirklichen Leben gibt. Also zum Beispiel Elemente vom Bachelor und von Love Island und von Are You The One und was es eben sonst noch alles gibt, dass wir da eben Dinge kombinieren und dadurch ein großes Ganzes gemeinsam erschaffen können. Auf jeden Fall wird es unterschiedliche Wettbewerbe, Challenges und Aktivitäten geben. Außerdem möchte ich mir auch noch Regeln überlegen, an die sich die TeilnehmerInnen natürlich halten müssen. Ansonsten fliegen sie nämlich raus. Falls du dazu Ideen oder Wünsche hast, lass sie mir sehr, sehr gern in den Kommentaren da. Am Ende wird dann ein Paar als Gewinner hervorgehen und ich hoffe, dass du mir dabei hilfst, die Entscheidung zu treffen. Erstell mir also gerne jede Menge Sims unter dem Hashtag ElienixDating und ich hoffe, dass du dann in meinen Streams dabei sein wirst. Und an dieser Stelle freue ich mich natürlich wie immer über jedes Like, über jedes Abo und über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!